Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir melden uns gerade aus dem Auto und wir sind auf dem Weg nach Österreich. Genau, wir fahren zum Wilden Kaiser heute bei schönstem Wetter, gerade nach München. Ja. Genau, richtig. Das Wetter kann bloß noch schöner werden. Ja, und wir machen als erstes Halt beim Dinsler Café. Genau, da werden wir schön gemütlich frühstücken am Irschenberg. Richtig, kurzen Zwischenstopp machen auf jeden Fall. Genau, und von da aus werden wir dann weiterfahren Richtung Österreich. Genau, die letzten 100 Kilometer, was das dann sind, und wann, oder 70 Kilometer, irgendwie sowas. Ja. Genau, voll supi. Also nächster Urlaub auf jeden Fall ist jetzt gerade. Wir sind schon sehr gespannt auf jeden Fall. Wir melden uns dann wieder. Ja, genau. Also bis dann. Tschüss. Never could it bite, but somehow you make me change, like I'm better off. Kaiserklamm sind und es ist ewig laut. Also ich glaube, man versteht mich zwar jetzt nicht ganz, aber irgendwie schon mega toll hier. Hallo! Da versteht dich kein Mensch. Doch, versteht schon jemand. Mal schauen, sehen wir dann zu Hause. Ja, und nachdem wir auf jeden Fall dann eine Stunde hergefahren sind und zum Berg gefahren sind, ist es doch recht abenteuerreich jetzt. Hätte mir nicht gedacht, dass es doch irgendwie so cool ist. Also man sieht, dass es irgendwie alles geil ausschaut, also wirklich mega geil. Richtig mega, ja. Ja, so kann man auch in Österreich sehr fasziniert sein von sowas. Hätte ich mir nicht gedacht, dass es wirklich sowas gibt hier. Gut, hätte man sich denken können, aber gut. Ja, cool. Pass auf, dass du dich halt anstößt. Hallo, Köhle. Echo! Echo! Ah, gibt's kein Echo. Wow! Mega! Geil! Oh, guck mal, das ist richtig. Aber schau mal, das Wasser ist richtig.
Ja, wir haben das Ende von der Kaiserklamm geschafft. Richtig schön. War ein bisschen abenteuerreich auf jeden Fall und ja, dafür sind wir ein bisschen belohnt worden. Ja, richtig. Bevor es wieder zurückgeht, ein bisschen entspannen jetzt ja, und dann genau. Ja, vielleicht irgendwo was trinken. Ja. Und dann geht's ab nach Schäfau. Yay. I'm laying down at the compile it. Oh no, I see you only when you're ballin'. Oh no, I don't even care to doubt. I'll see you in a while, cause this time I will choose you, yeah. I'll choose. You know exactly how to look like this. Holding in a bag full of goods and needs. I need a night like this. It's a risk, cause you're using it. You've got all your secrets. I can seem to move this thing. You're pulling me out and I'm right back on the sideline where you wanted me. I'm by the byway waiting for your lead. Berg, sieh mal nieder, aber das ist nicht so schlimm. Aber es ist ruhig. Ist ruhig, gell? Ja, ziemlich. Relativ, würde ich mal sagen, oder? Ja, gut, du hörst schon ein bisschen, aber... Ich glaube, wir haben schön. Ich glaube auch. Das sieht aber schön aus. Das passt. Sehr gut. Was ist denn du beschlossen? Ja. Schlüssel habe ich in der Hand. In der Hand, okay. Badezimmer ist schön. Oh, das Badezimmer ist sehr, sehr schön. Super. Aschi. Ach, toll. Ach, mir gefällt. Also, ich bin schön. Ich finde es klein und gemütlich. Oh, schau mal, die sind Schranko. Ja, können wir fischen, aber dann haben wir, und wir haben einen Safe, super. Ja, perfekt. Sehr super. Gut. Für den Preis ist es wirklich in Ordnung. Sehr schön. Oh, schön. Darf ich mir eigentlich mit dir schlafen? Das ist wieder der Seite, die ausgesucht. Ich will hier schlafen. Okay. Jetzt können wir hier schlafen. Das ist schön. Mhm. Ach, da können wir unseren Rucksack hier stellen. Ach, toll. Ah, ich finde es schön. Ja. Ich will gleich mal Bilder machen. Ja? Mhm. Du hast die Socken vom Vormittag, musst du unbedingt, mal unbedingt aufnehmen. Ja. Schmeiß doch aus. Ja, die könnte ich eigentlich im Müll schmeißen. Ja, die liegen am Boden. Ah. Die zieht ja keiner mehr an, oder willst du die nur anziehen? Nee. Das sind wirklich Socken vom Vormittag drin. Ja. Verdammt. Was ist beseitigt? Ja. Okay. Glück gehabt. Glück ja. Ja, der traumhafte Blick auf jeden Fall. Ja, schön, schön. Das. Kann man zum Abendessen gehen. Okay, passt auf jeden Fall. Ja, also wir können um 7 ja zum Abendessen gehen. Da steht ja bloß, wir bitten unsere Hausgäste im Speisesaal oder bei Schönwetter auf unserer Terrasse zu Tisch. Ja, das passt. Also dann ist es ja nicht so, dass dann das Essen zu Ende ist, sondern dass wir bis dahin einfach... Ja, genau, richtig. ...da sein müssen, ja. Heute bin ich unser Dank. Das ist schon gut auf jeden Fall. Ja. Dann holen wir uns mal das restliche Zeug. Ja, holen wir auf jeden Fall wieder. Also sind wir auf jeden Fall in Ordnung. Also die Socken vom Vormieter haben ein bisschen... Ja, okay. Ja, und der Ausblick ist jetzt nicht so dolle, aber... Ja, richtig. Das ist jetzt, nein, was will man jetzt auch viel erwarten? Das mit den Socken hätte wohl nicht sein sollen. Nein, das mit den Socken... Ein bisschen sauber, kann man ein bisschen erwarten. Ja, und auf dem Klo... Ja, und auf dem Klo ein paar Haare. Ja. Das ist jetzt auch nicht so, aber ja. Alles in Ordnung. Mhm. Genau. So, dann holen wir was Koffer holen und dann... Gut. Shaky, oh no. Like I'm sudden but I'm steady. Oh no. And they tell me to move on, cause I deserve more. But still I wanna choose you, yeah. Now choose. You know exactly how to look like this. Holding in a bag.
Also, der erste Abend ist jetzt auch schon vorbei. Und ja, also der Abend war wirklich super, muss ich sagen. Das Essen war jetzt, ja, wirklich lecker. Wirklich sehr lecker auf jeden Fall. War jetzt wie zu erwarten, weil es Halbpension ist. Und ja, Halbpension hat 15 Euro pro Tag gekostet. Also preislich wirklich spottbillig. War es jetzt nichts Außergewöhnliches, das war uns aber schon klar. Aber wirklich sehr lecker. Also leckere Schnitzel habe ich jetzt gehabt. Und gestern habe ich gehabt, irgendwas mit Nudeln. Ja, da das hat gepasst auf jeden Fall. Und auch die Getränke waren wirklich billig, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben jetzt insgesamt gezahlt für zwei Schnaps, Radler, Glas Wein und Flasche Wasser, Gin Tonic und noch irgendwie so einen Spritzer auf jeden Fall. 23 Euro. Ja, kann man nicht sagen auf jeden Fall. Ja. Also sind wirklich sehr erfreut, wie es jetzt hier wirklich ist in dem Gasthaus, 3-Sterne-Gasthaus mit Halbpension. Wirklich sehr super. Genau, und ich werde jetzt bloß noch auf jeden Fall den Vlog fertig schneiden. Ja, bin ich auf jeden Fall noch dabei. Und dann werde ich auch ins Bett gehen auf jeden Fall. Ist jetzt schon 10 Uhr auf jeden Fall, bis ich mit dem Vlog fertig bin. Ja, dauert auch ein bisschen. Und dann geht es morgen auf jeden Fall weiter. Genau. Aber weil es jeden Tag abgeschlossene Folgen jetzt sind, sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und ja, gerne abonnieren auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Und bis zum nächsten Vlog.